Moin, Holger. Ja, ich bin auch gerade aufgestanden. Ich schmeiße die Kaffeemaschine an. Und dann mache ich mir langsam fertig. Ja, es ist soweit alles gepackt. Ein bisschen Kleinkram noch. Aber ich freue mich auf jeden Fall auch schon. Genau, in diesem Sinne, willkommen zu den neuen kleinen Vlog für unsere Tour. Es geht heute los. Ich sitze gerade im Auto, ich bin heute der Fahrer. Ich düse jetzt gleich zu Christian. Und dann geht's los. Wir haben echt viel vor. Wir bleiben heute mal richtig lange weg. Also das heißt richtig lange. Es ist jetzt früh um 4.36 Uhr und vielleicht kommen wir sogar um die Zeit auch wieder heim. Also eine ganze Tagestour. Ich nehme euch wieder mit auf den Vlog und ich hoffe, es gefällt euch. Mal sehen, was wir alles sehen. So, genau. Und ich starte jetzt. Start die Maschine. So, ihr Lieben, der Vlog geht weiter. Die erste Pause. Christian hat sich in Unkosten gestürzt. Er hat ein Schnittchen gemacht. Zeige ich euch jetzt. So. Wir haben das neue Gerät mit. Wir haben ein neues Gerät, ja genau. Wir haben nämlich jetzt für die Tour eine Kaffeemaschine. Eine Kaffeemaschine für die Tour, das ist natürlich cool. Ja, also Werbung in eigener Sache, ein Hell. Ich bin gespannt, was sie macht. Ich bin gespannt, ob sie geht. Ich hätte die Gegend, zu schauen. Ich bin ja gespannt. So kleine Zicke. Zicki zick. Kommt schon was? Nein? Nein? Geht gleich los? Geht gleich. Gleich läuft sie. Bleib ruhig. Wo läuft die denn hin? Da Rinder? Oder da Rinder? Man hört sie blubbern. So, schauen wir mal. Aha. Salami. Und Ei. Mmh. Geil. Na dann, auf geht's. Nimm dir mal ein Brötchen, ich habe da was vorbereitet. Aber der Kaffee, das ist ja natürlich ja mega Verpflegung hier. Ordentlich Brötchen, Kaffee gibt's auf der Kabeltrommel. Super, sehr geil. Hast du gut gemacht, Junge. Ich hab die gesehen, hab gedacht, das musst du kaufen. Ja, geht's noch, mal schön essen, da freue ich mich auch drauf. Toll. So. Einmal mit Profis arbeiten, wir machen das jetzt nochmal. Wir haben jetzt einen übelsten Text hier abgelassen und bist ja dicht gefilmt. Na, weil Holger mir wieder das Ding nicht in die Hand gegeben hat. Naja, die Kamera ist nicht klar. Noch, weil er das einfach nicht kann. Also, ich habe gerade gesagt, wir haben jetzt noch 71 Kilometer bis zum nächsten, bis zum ersten Spot. Es ist jetzt gerade 7.06 Uhr frühs. Und Holger rast. Und Holger rast mit 120 Strich. Ich erzähle es nochmal, weil ich es eben schon gemacht habe. Aber nur weil die Kamera läuft, sonst fährt er 180. 8:01, 180. Müssten den eigentlich wirklich mal ausfahren, gell? Das müssen wir ja mal machen. Ja, geht, tritt noch mal ein bisschen drauf. Ja, genau. Bis dann. So, ihr Lieben, weiter im Vlog. Wir befinden uns jetzt hier gerade an der nächsten Location. Christian läuft gerade da hoch. Das muss mega krass hier sein. Ein eingerichtetes Haus. Puh. Im Vlog werde ich jetzt wahrscheinlich nicht reinmachen. Aber wir müssen jetzt mal gucken, ob wir überhaupt einen Eingang finden. Aber wenn ihr euch das mal anguckt, zeige ich euch mal kurz was im Vlog. Hier geht es ja schon los. Hier liegt übelst wieder mal Technik drin. Das sind alles Anlagen. DVD-Player, CD-Player, alles. Das wird jetzt spannend. Ich hoffe, wir kommen rein. Ich hoffe, es ist was, es wird was. Dann schauen wir mal weiter. So, jetzt wieder zum Vlog. Wir gehen jetzt essen. Und wir haben jetzt was entdeckt. Das ist wirklich der Oberhammer. Wir hoffen, dass das offen ist. Ich drehe mich mal und da seht ihr es schon. Hier steht ein Flugzeug. Irre. Hier steht ein Flugzeug. Guckt euch das mal an. Das ist ein Restaurant. Das haben wir noch nicht gesehen. Und wenn da wirklich Licht drin ist, gehen wir da drinnen jetzt essen. Ich gehe mal wirklich einen Schritt. Das ist irre. Ich kann das gar nicht glauben gerade. Wahnsinn. Air Restaurant in der Tschechei. Musst du noch mal ran? Christian muss noch mal ins Auto. Ja, und es brennt Licht. Also gehen wir da jetzt rein. Oh, das ist ja, ich muss euch das noch von vorne zeigen, von der Seite. Guckt euch das mal an. Das
Ich meine, wenn wir da jetzt auch nicht essen drinnen können, ist egal, aber wir haben auf jeden Fall sowas gesehen. Aber es sind auf jeden Fall, guck mal, die Schilder stehen draußen. Müssen wir da nicht unten rein? Ja. Wo müssen wir da rein? So. Die Tür geht auf. Die Tür geht wirklich auf. Hallo? Das gibt's doch nicht. Zieht euch das mal rein. Das ist doch unglaublich. Guck dir das mal an. Da unten sitzt, saß der und hat geschossen. Oder was hat der da gemacht? Genau. Echt? Der Oberbrecher. Das gibt's doch nicht. Wir gehen mal rein. Hier ist auf jeden Fall Licht und hier sind auch Menschen. Hier drüben sind Menschen. Wir sind jetzt auf jeden Fall in dem Flugzeug. Wow. Wir sind jetzt im Flugzeug, ihr Lieben. Hallo, guten Tag. Das haben wir noch nicht gesehen. Jo. Ich würde sagen, wir setzen uns einfach hin oder wie machen wir es? Und es begrüßt auch nicht wirklich jemand hier. Hi, wir werden nicht begrüßt. Ja, jetzt. Okay. Das setzen wir uns hierher. Wow. So, hier ist das Bullauge. Guckt, das ist doch der Wahnsinn. Ich bin sprachlos, wirklich sprachlos, oder? So, nochmal ganz kurz fürs Protokoll, Herr Christian. Wir sitzen in einem Flugzeug. Wir essen hier gerade eine Suppe. Eine Knoblauchsuppe. Jetzt erzähl mir nochmal, was hast du jetzt für uns beide bestellt? Ich hab's vergessen. Einmal Knoblauchsuppe und einmal Teufelsgulasch. Teufelsgulasch. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Hier ist meine Suppe. Christian isst gerade. Die Knoblauchsuppe von der Cheshire ist sowieso immer legendär, gell? Und es ist auf jeden Fall ein Highlight. Jetzt geht das mal große Fressi-Fressi los. Da ist schon wieder vergessen, Herr Christian. Wie heißt dieses Essen nochmal? Ich hoffe. Jetzt habe ich ihn. Tadam. Spicy Gulasch oder sowas. Nein, du hast doch was mit Feuer gehabt. Feuergulasch. Ja, das sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Und ich muss sagen, es schmeckt auch sehr, sehr gut. Und so Suppe war auch mega. Hier steht noch ein schönes alkoholfreies Bier. Und Christian hat noch einen schönen, eine Gola. Gola. Noch. Geil. Ihr Lieben, guckt euch das an. Da drüben tut gerade eine Fähre anlegen. Und hier ist ein riesengroßer Fluss. Und wir werden jetzt auf jeden Fall einen Kaffee trinken. So, und noch ein Brötchen essen. Ja, das wird schön. Ach, ist entspannt. Bis jetzt eine sehr, sehr entspannte, erfolgreiche Tour. Und wenn man ab und an mal ein bisschen rumläuft, ein bisschen sucht, dann findet man auch ein Boot. Ist ja lustig. Was, die Pinguin? Berlin. Krass. Das schauen wir uns mal an. Mega cool. Oder? So, ihr Lieben, wir sind immer noch unterwegs. Wir hatten gerade so eine Phase, wo wir gar nicht mehr so richtig viel gefunden haben. Wir fahren jetzt aber noch drei Punkte an. Drei Punkte. Eine Disco, ein Bunker und eine Firma, gell? No. Das wollen wir uns jetzt angucken. Wir hoffen, es wird was, weil jetzt hat man vier Reinfälle. Das gehört aber zum Urbexen dazu. Das ist einfach so. Ja, und wir müssen jetzt noch fahren, jetzt noch 13 Kilometer. Und dann Richtung Heimat nehmen wir noch ein bisschen was mit. Genau. Genau. So ist der Plan. Ich melde mich nachher. So, das sieht nach Eingang aus hier, oder? Ich bin ja da unten gucken. Da unten? So, ihr Lieben. Aber ich glaube, wir müssen in den Keller reinklettern, den wir eben gesehen haben, Christian. Ja. Wir müssen da reinklettern. Mal schauen, was das wird hier. Da haben wir gedacht, wir halten einfach mal an und gehen hier rein. Oh. Das ist wieder so ein Lost Place, wo ich die neue Insta 360 R1 teste. Und keine Ahnung, ob man hier weiterkommt. Vielleicht gehört es auf dem Vlog. Wir schauen mal. Okay, hier ist schon mal die Tür offen. Hier auch. Also müssen wir hier durch das Loch. Ja. Was haben wir davon?
Das haben wir davon. Jetzt warten wir noch auf Christian. Wir können ja mal hier reingucken. Ich weiß noch nicht, ob das was ist. Vielleicht wird es auch was für einen Vlog, hä? Ja, ihr Lieben, wie es im Schnitt immer so ist, ich habe wieder mitbekommen, wir haben für diese wundervolle Vlog-Tour wieder mal keinen Rausdruck gemacht. Und es ging auch nicht so lange, es sind jetzt 10 Minuten 11 mit dem, was ich jetzt noch dazu babbel. Also, es war, kurz gesagt, eine sehr coole Tour, hat uns sehr gut gefallen. Der Tourvlog ist schon ein bisschen älter, ich habe ihn jetzt ausgeschnitten und... Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt was Nettes in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Video, bei einem Lost Place Video. Und ich finde es halt immer interessant, euch auch mal so mitzunehmen hinter den Kulissen. Ich muss mal gucken, hier oben ist die Kamera, genau. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin sage ich auf morgen. Bis Wiedersehen, ihr Lieben. Ciao.